Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück. Ja, heute zeige ich wieder eine neue Kamera, damit wir meine Kaninchen in der Nacht filmen können, was sie da so anrichten. Und zwar habe ich dieses Mal kein Reolink, sondern die Kamera BC2. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich kleine Kamera. Hier ist die Verpackung und hier ist die Kamera. Wie klein ist diese Kamera? Aber diese Kamera hat es echt in sich. Die Qualität ist echt hervorragend. Ich habe auf jeden Fall die Live-Ansicht schon angeschaut zu Hause mit der App. Ja, mit der App können wir sogar alles einstellen, wann sie filmen soll, um welche Uhrzeit und alles. Ja, die Kamera hat auch einen Akku drin, damit wir die auch laden können. Eine SD-Karte, damit sie auch die Videos speichert. Und ja, die Wandhalterung, die habe ich schon dran gemacht. Und zwar ist die hier oben schon mit dem Magneten. Und hier brauche ich die Kamera nur draufsetzen und fertig ist es. Mega geile Idee. Das schauen wir dann gleich von nahen an. Hier brauche ich nur eine Schraube für die Wandhalterung. Und die Wandhalterung hat, wie gesagt, ein Magnet dran, damit die Kamera einfach dort drauf gestellt werden kann. Ja, und jeden Winkel filmen kann. Krass. Tja, und das werden wir schnell mal anschauen. Da schauen wir uns mal die ersten Szenen an. Und ich muss sagen, die Qualität ist echt spitze. Ja, kann man überhaupt nicht meckern. Tolle Auflösung auf jeden Fall. Nur habe ich die Kamera hier ein bisschen, zu weit am Wassertrank aufgestellt, weil man sieht ein Viertel Wassertrank, was ich jetzt nicht so in Ordnung finde. Ja, die Farben sehen echt gut aus. Leider habe ich nicht so viele Szenen bekommen von der Kamera, weil die hat echt sehr, sehr viele Fehler. Keine Ahnung wieso, man kann das schon ab und zu sehen, unten bei der Zeit, dass es schwarz ist, dann manchmal weiß. Komisch irgendwie, ja. Es sind auch sehr, sehr viele Fehler von Szenen dabei. Manchmal ist eine Szene, die geht ein paar Sekunden und auf einmal stoppt die und ist irgendwie wie eingefroren. Echt blöd. Was mir auch beim Schneiden des Videos aufgefallen ist, manchmal ist bei einer Szene so, dass viele Szenen hängen, dann geht es auf einmal weiter und auf einmal ist dann abends. Ich weiß nicht, was die Kamera da alles so gemacht hat. Auf jeden Fall, die Kamera ist total falsch entwickelt worden. Keine Ahnung, was da falsch gemacht wurde. Aber auf jeden Fall bin ich da überhaupt nicht zufrieden. Und das werde ich jetzt mal genauer sagen. Ja, viele Tage später, da bin ich wieder. Tja, zu diesem Update von der BC2. Ja, ich muss ehrlich sagen, die Kamera ist wirklich gut. Ja, von der Qualität her kann man überhaupt nicht meckern. Eigentlich ein bisschen besser wie von den Reolink-Kameras, die ich immer gezeigt habe. Aber diese Kamera, ja, bekommt nicht von mir die volle Punktzahl, weil die Kamera ist eigentlich nur für Live-Ansichten, wenn man zum Beispiel zu Hause mit dem WLAN die Kamera steuert. Da ist einfach die Kamera zu gebrauchen. Hier draußen ist die überhaupt nicht zu gebrauchen. Tja, also bei der Kamera fehlt eigentlich, dass er die Bewegungen von Tieren aufzeichnet oder von Menschen. Und das hat die Kamera leider nicht. Deswegen, ja, tut die Kamera von der Zeit zum Beispiel jetzt von 20 Uhr bis 23 Uhr habe ich das so eingestellt und da hat die, keine Ahnung, das irgendwie gar nicht so gemacht und da auf einmal, wo ich auf die SD-Karte geschaut habe, hat die 23 Stunden aufgezeichnet. Wie soll ich das bitte schneiden? Das geht nicht. Tja, keine Ahnung. Ansonsten ist es gut. Die Wandhalterung finde ich echt spitze. Guck mal, wie schnell die Kamera jetzt dort oben war und wie schnell man die wieder abnehmen kann. Das ist echt Bombe. Da kann echt jeder Hersteller davon was immer abgucken, aber
diese Kamera muss von den anderen wieder was abgucken. Also, ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Ich hätte echt gern viele Szenen gezeigt hier von der Trixie mit den Rammler, aber die Kamera erfüllt leider nicht meine Erwartungen. Ja, mal gucken, ob ich vielleicht noch eine andere Kamera bekomme von diesem Hersteller. Tja, klein, praktisch, aber erfüllt leider nicht meine Erwartungen. Tja, mal gucken, ob irgendwann mal ein Update dazu rauskommt. Ja, es kommen ja meistens Updates raus, die man dann mit der App einstellen kann per Handy. Ja, also da muss echt noch was gemacht werden. Ansonsten, sagen wir mal, eine solide Kamera. So, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen begeistert, auch wenn jetzt nicht so viele Szenen waren mit dieser Kamera. Ja, da sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Vielleicht dann mit einer besseren Kamera. Wiederschauen, reingehauen.